Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute soll es um den römischen Dichter Ovid und sein Buch Die Metamorphosen gehen. Ein wichtiger Aspekt der Naturreligionen, der polytheistischen Religionen, ist der Gestaltwandel, die Metamorphose. Und dieser Gedanke, dieser Aspekt beruht auf der Vorstellung, der sehr alten, archaischen Vorstellung, dass die Welt, das Universum ein bewegtes Ganzes ist, das sich ständig verändert, in einem Prozess sich vollzieht, der manchmal an manchen Phasen Ähnlichkeit aufweisen kann, wie eine Wiederholung erscheint, aber nie eine Wiederholung ist, sondern immer etwas Neues, ein ständig sich wandelnder Prozess. So wie es immer Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt und dann wieder einen Frühling, so gleicht doch kein Frühling dem anderen. Und diese Vorstellung beschränkt sich nun eben nicht nur auf die Jahreszeiten, sondern ergreift alle Erscheinungsformen dieser Welt. Menschen, Dinge, die Tiere, die Pflanzen, die Felsen, die Steine haben keine festen Zuschreibungen, keinen festen Wesenskern, sondern sie sind in einem ständigen Prozess der Verwandlung begriffen. Und man kann in diesen, die Vorstellung herrscht vor, dass man nicht zurückgreifen kann auf einen festen Wesenskern, der eine aktuelle Situation oder ein aktuelles Geschehen erklären würde. Das ist der Ursprung des Gedankens vom Gestaltwandel. Und so muss man immer daran denken, dass diese Mischwesen, die wir als Mischwesen bezeichnen, halb Löwe, halb Mensch, die Sphinxen zum Beispiel, oder halb Tier, halb Mann, wie in dem Hirschgott von Bouvray, keine Mischwesen sind, sondern Wesen ursprünglich gedacht als im Begriff, sich zu verwandeln, von einer Erscheinungsform in die andere sich zu verwandeln und dann auch wieder noch eine weitere Erscheinungsform anzunehmen, sich weiter zu verwandeln oder rückzuverwandeln. Nun hat sich von diesem Gedanken des Gestaltwandels unsere abendländische Welt immer weiter entfernt. In anderen Gegenden unserer Erde hat sich die Vorstellung noch länger erhalten, wie wir auch uns in folgenden Sitzungen noch mal genauer anschauen wollen im Bereich Mesopotamien. Aber wir sind weggegangen von dieser Vorstellung. Wir sind hingegangen zu festen Zuschreibungen der Erscheinungsformen, zu einem wesenhaften Kern, weg vom prozesshaften Denken. Wir haben uns entschlossen zu einer analytisch-synthetischen Herangehensweise an die Welt, die die Welt definitorisch erfasst, die die einzelnen Erscheinungsformen abgrenzt voneinander und ihnen eben feste Identitäten zuschreibt. Das sogenannte Differenzdenken hat bei uns eingesetzt. Und wir erklären Welt durch Rückgriff und Beschreibungen dieser Wesensformen. Ein Meilenstein auf dem Weg weg von ganzheitlichen prozessualen Denkformen ist nun ein Werk, das genau diesen Gestaltwandel im Titel führt, nämlich die Metamorphosen des großen Dichters Ovid. Ich erzähle Ihnen zunächst ein bisschen über diesen Dichter und dann schauen wir uns sein Werk, die Metamorphosen, etwas genauer an. Publius Ovidius Naso, kurz Ovidius Naso, wurde geboren am 20. März 43 v. Chr. In Sulmo und ist gestorben
17 nach Christus in Tomis am Schwarzen Meer. Ein antiker römischer Dichter zählt neben Horaz und Vergil zu den drei großen Poeten der klassischen Epoche, also der Epoche um die Zeitenwende, einer Zeit, in der Rom von der Republik sich hin zu einer Kaiserzeit entwickelt. Ovid schrieb in seiner Frühzeit Liebesgedichte, dann Sagenzyklen und in seiner Spätphase Klagelieder, als er verbannt worden war aus dem Zentrum des Römischen Reiches, aus Rom. Seine Werke haben einen immensen Einfluss auf die Literatur gehabt, auf die bildende Kunst, die Musik des Mittelalters, und auch im Barock wurden einzelne Geschichten aus zum Beispiel den Metamorphosen dann immer wieder ins Bild gesetzt. Die einzige Quelle über Ovids Leben ist sein eigenes Werk, auch vor allem seine Klagelieder, die er im Exil verfasst hat. Was die Zuverlässigkeit dieser Schriften angeht, in Bezug auf die autobiografischen Momente, da sind sicher Zweifel angesetzt, aber mehr haben wir halt nicht. Ovid wurde also in der Nähe von Rom geboren, in Sulmo, 120 Kilometer östlich von Rom, in einer Zeit, die schon, in der der Schrecken des Bürgerkriegs schon vorüber war und er, wie es heißt, in der Sicherheit der Pax Augusta aufwuchs. Er entstammte einer wohlhabenden Familie aus dem Ritterstand. Sein Vater schickte ihn mit seinem ungefähr gleichaltrigen Bruder auf eine für die Zeit typische Bildungsreise nach Griechenland und danach auf eine Rhetorikschule nach Rom, weil er eben auf den ganz normalen römischen Ämterkursus vorbereitet werden sollte. Er wurde von den herausragenden Rednern und Rhetoren der Zeit unterrichtet und entdeckte dort seinen Hang zum Formulieren von Versen und zum Erzählen von Geschichten. Er hatte dann das Amt des Münzmeisters inne, erreichte die untersten Stufen der senatorischen Ämterlaufbahn und gab dann aber diesen Lebensweg auf. Er blieb zwar noch im juristischen Bereich tätig, als Mitglied bei Gerichtsprozessen, aber widmete sich dann vollkommen seiner Tätigkeit als Dichter. Sein erstes Werk, die Liebesgedichte Amoris, wurden ein durchschlagender Publikumserfolg, machten ihn zum meistgelesenen Dichter Roms. Dann, um die Zeitenwende herum, sein Hauptwerk, die Metamorphosen, um die es eben auch im Folgenden gehen soll. Er heiratete in jungen Jahren, seine erste und zweite Ehe wurden jeweils nach kurzer Dauer geschieden, aber mit seiner dritten Frau ist er bis zu seinem Tod verheiratet geblieben. Im Jahr 8 nach Christus hielt er sich auf der Insel Elba auf, wo ihn ein Beschluss des Kaisers Augustus erreichte, dass er nach Tomis, im heutigen Rumänien, ans Schwarze Meer verbannt werden sollte. Es gab keinen Gerichtsbeschluss, noch einen Beschluss des Senats, dass diese Entscheidung legitimiert hätte, aber er wurde verbannt und konnte bis an sein Lebensende nicht mehr ins Zentrum der Herrschaft nach Rom zurückkehren. Er wurde nur verbannt, er wurde nicht für vogelfrei erklärt und sein Vermögen konfisziert, aber er musste fernab des politischen und gesellschaftlichen und kulturellen Lebens sein Dasein in einem bäuerlichen Land am Schwarzen Meer fristen. Er selbst gibt an, dass die Ursachen für seine Verbannung Gedicht und Verfehlung gewesen sein sollen. Da gibt es zum einen die Erklärung, dass ein Gedicht aus der Ars Amatoria,
also auch der Liebeskunst, dem sittenstrengen Augustus nicht gefallen haben, weil er den traditionell römischen Begriffen von Ehe und Familie widersprach. Und da diese Veröffentlichung aber schon 8 Jahre zurücklag, ist das fraglich, ob das als Grund für seine Verbannung angegeben werden kann. Ovid deutet dann in seinen Klageliedern einen weiteren Grund an. Er habe etwas gesehen, was er nicht habe sehen dürfen. Und so geht die Forschung davon aus, dass er vielleicht Mitwisser in einer Ehebruchsaffäre von Augustus' Enkelin Julia war. Aber das ist unklar, warum er wirklich verbannt wurde. Er hat immer wieder versucht, nach Rom rückkehren zu dürfen, aber das ist ihm nicht möglich gewesen. Auch unter seinem Nachfolger Tiberius konnte er nicht zurückkommen. Nach dem Jahre 17 finden wir nichts mehr von ihm und so vermutet man, dass er kurz darauf eben gestorben sei. Er hat an seine Frau geschrieben und gebeten um eine Inschrift auf seinem Grab und die lautete: Ich, der ich hier liege, Naso, der Dichter, Spieler zärtlicher Liebesgeschichten, bin an meinem eigenen Talent zugrunde gegangen. Aber dir, der du vorbeigehst, soll es, wenn du je geliebt hast, nicht schwerfällen zu sagen, mögen Nasos Gebeine weich ruhen. Nun etwas zu seinem Werk, die Metamorphosen. Die Metamorphosen, um die Zeitenwende herum geschrieben, bestehen aus 15 Büchern, in denen an die 250 Verwandlungsgeschichten beschrieben werden, die vor allem auch aus der griechischen Mythologie stammen. Die Geschichten werden aneinandergereiht, aber sind miteinander verbunden in einem einzigen fortlaufenden Erzählstrom mit einem Vorwort und einem Nachwort, ohne Hauptdarsteller, ohne Protagonisten, aber chronologisch. Und das zeigt schon, dass hier die Mythen, die erzählt werden, eben dichterisch verarbeitet werden. Wenn man so einen fortlaufenden, linearen und logischen Entwicklungsgang hat, dann erkennt man dahinter eine gestaltende, dichterische Kraft. Die 15 Bücher bestehen aus 4 großen Abteilungen. Einmal die Weltentstehung und den Raub der Europa, dann die Erbauung Thebens, die Argonautensage, dann von den Argonauten bis zum trojanischen Königshaus und schließlich vom trojanischen Krieg bis in die Gegenwart zu Augustus. Wir haben ja schon gesehen, dass Vergil den Ursprung Roms eben in eine Anknüpfung an den trojanischen Krieg gedacht hat. Eine lineare Logik, chronologische Darstellungsweise, nicht mehr assoziativ, wie wir es in diesen wirklich ganz frühen Texten zu den Naturgottheiten kennen, sondern wo auch Geschichten, die zeitlich sehr weit auseinander liegen, fast gleichzeitig geschildert werden, wo wir springen von hier auf früher und auf die Zukunft, wo eine thematisch bezogene Logik ganz zu fehlen scheint in diesen frühen Werken über die Naturgottheiten. Wir werden uns das nochmal in einer folgenden Zeichensitzung anschauen können. Wird hier bei Vergil und eben auch Ovid eine Chronologie, eine Logik durchgeführt und ein Thema abgehandelt, nämlich der Gestaltwandel. Dahinter spürt man dieses künstlerisch denkende Ich, das eine Logik in die Geschichten bringen will, die es erzählt. Man kann generell sagen, das gilt dann eben auch für die Edda von Sturluson, dass je logischer, je chronologischer ein Werk aufgebaut ist über die alten Gottheiten, desto
stärker, desto weiter hat es sich vom ursprünglichen Denken entfernt und zeigt die Gestaltungskraft eines Individuums, eines Dichters. Aber die Geschichten sind Mythen, die nun aber unterhaltend erzählt werden wollen. Überhaupt unterhaltend sein, das ist die ausgewiesene Willen des Dichters. Und wieder sehen wir, wie der Grad an Fiktionalität zugenommen hat, von den heiligen Texten weg zu einer Unterhaltungslektüre. Erfundenes, erdichtetes Dichtung wird vorgestellt, etwas ganz anderes als was wir bei Pindar oder Sappho noch gesehen haben und kennengelernt haben. Die Dichtung ist schön und unterhaltsam. Die Zeiten sind wirklich vorbei, die noch Hesiod beschreibt in seinen Werken und Tagen, in denen die Götter unerkannt, zum Teil, aber zum Teil auch erkannt, den Menschen über die Wege laufen konnten. Jetzt sind sie zu Protagonisten von schönen Geschichten geworden, die man gerne liest, so wie viele von uns zu Weihnachten noch die Geburtsgeschichte Christi leben. Aber es ist eigentlich eine schöne Geschichte geworden, und wie viel religiöse Empfindung da noch dabei ist, das ist fraglich in sehr vielen unserer Haushalte. Wie gesagt, vom Aufbau her sind die 15 Bücher eigenständige Einheiten, die aber an den Anfängen und an den Enden kunstvoll miteinander verknüpft sind. Ein einleitendes Proemium haben wir, einen abschließenden Epilog, und die rahmen eben nun die Geschichten des Haupterzählers ein. Man erkennt auch drei Gruppen von je 5 Büchern bei diesen Metamorphosenbüchern, und am jedem Ende einer solchen Gruppe steht eine längere Binnenerzählung, die eine Künstler- oder Rednerfigur im Mittelpunkt hat. Zum Beispiel eben die Muse Kalliope oder den Sänger Orpheus und den Philosophen Pythagoras. Also ganz bewusst das künstlerische, dichterische Moment wird hier betont. Ergänzt wird es auch, dass am Beginn jedes dieser 5 Bücher das Thema Dichtung noch einmal aufgegriffen und abgeschlossen wird. Zum Beispiel eben dann Buch 6, ein Wettstreit zwischen Diana und Arachne, den ich im Folgenden auch vorlesen will. Und dann eben in Buch 11, der Tod des Orpheus. Also hier die dichterische Ausgestaltung alter griechischer Mythen, die die Römer auch in ihren eigenen mythologischen Kreis übernommen haben. Die einzelnen Sagen werden auch durch Überleitung und Übergänge sehr geschickt miteinander verbunden, durch einen wirklich großen Sprachwitz und überraschende Pointen. Die Erzählung bleibt immer lebendig, der Leser bleibt immer am Stoff, wird unterhalten, es wird nie monoton. Thema ist, Zitat, in neue Körper verwandelte Gestalten. Und das ist schon etwas Bezeichnendes, wie das gehandhabt wird. Es werden nämlich Verwandlungen von früheren Erscheinungsformen in andere erzählt, die aber endgültig sind. Diese Verwandlungen führen zu neuen Körpern, zeigen zum einen die Wandelbarkeit der Welt, führen aber zu dauerhaften Resultaten, zu dauerhaften Identitäten, Definitionen, Wesenskernen, genau zu dem, was wir dann für bezeichnend halten, in einem Abendland, was analytisch-synthetisch die Welt begreift. Erscheinungen der Wirklichkeit
werden auf einen mythologischen Ursprung zurückgeführt und damit eine ursächliche Beziehung hergestellt. Der Lorbeer wird zurückgeführt auf die Verweigerung der Nymphe Daphne und die sich retten will vor Apollo, zum Beispiel. Und so gehen diese Metamorphosen vor sich. Zum Teil sind sie belohnend, zum Teil bestrafend, zum Teil auch rein zufällig. Sehr oft ist es unerwiderte oder ja, gewalttätig erzwungene Liebe, die zu neuen Personifikationen führen und die die Ursache für die Metamorphosen sind. Man sieht auch deutlich, wie die Welt und vor allem auch der Mensch in einer zahlreichen Gefahren ausgesetzt ist, zahlreichen Bedrohungen, die auch von den Göttern herkommen. Und ganz typisch ist die menschliche Selbstüberschätzung, die Hybris, die Missachtung von göttlichen Geboten oder mächtigen Widersachern führt zu einer Bestrafung und zu einer Metamorphose. Das Buch 1 beginnt mit den Worten: Von den Gestalten zu künden, die einst sich verwandelt in neue Körper, so treibt mich der Geist. Ihr Götter, da ihr sie gewandelt, fördert mein Werk und lasset mein Lied in dauerndem Flusse von dem Beginne der Welt bis auf meine Zeiten gelangen. Ja? Mein Lied, mein dichterisches Werk in einem dauernden Fluss soll vom Beginn der Welt bis in die Gegenwart führen. Und so beginnt das Buch. Ich nenne jeweils aus den Büchern die bekanntesten Metamorphosen. Es beginnt mit den einleitenden Worten, dann mit der Weltentstehung, den vier Weltzeitaltern, den Giganten, der Metamorphose von Daphne und Io im Zentrum. Im Buch 2 nenne ich nur zwei Geschichten, Phaeton und Europa. Im Buch 3 der Mythos um Semele, Teiresias, Narziss und Echo. Die sind ja auch sehr, sehr bekannt. Pentheus und Bacchus, das haben wir uns schon angeschaut bei Euripides. Und Pentheus Tod, das steht im Mittelpunkt des dritten Buches. Buch 4 nenne ich Pyramus und Thisbe, was Sie auch von Shakespeare her kennen, und Perseus und Andromeda sowie das Monster Medusa. Buch 5, Pallas und die Musen. Pluto und Proserpina, also die Unterwelt, der Hades und die Sirenen. Dann die zweite Einteilung, die zweite Fünfer-Einteilung des Buch 6 beginnt mit Arachne. Das möchte ich Ihnen dann gleich vorlesen. Und Marsyas, das sind zwei wichtige Metamorphosen und Götterwettbewerbe, die wir dann auch in der späteren Kunst bildenden Kunst als Thema wiederfinden werden. Bei Michelangelo und bei dem großen barocken Maler. Jetzt will mir einfach der Name nicht einfallen. Der auch im Prado hängt. Ah, Name fällt mir sicher noch ein. Da spielen diese Bilder von Marsyas und Arachne auf dem Bild die Hoffräulein von, na, mir fehlt der Name, Velázquez, spielen eine große Rolle. Buch 7. Jason und Medea. Das ist ein wichtiger mythologischer Zusammenhang. Buch 8. Theseus und Ariadne. Daedalus und Ikarus. Das sind Mythen, die wir eben auch immer wieder dann in der Literatur Europas wiederfinden. Buch 9 auch Herkules. Buch 10 Orpheus und Eurydike. Ganymed, Hyazinth, Pygmalion,
Venus und Adonis als ein Mythenkomplex. Dann beginnt das Buch 11 und die letzten fünf Bücher mit dem Tod des Orpheus, die Mänaden und Midas, die in diesem Buch 11 beschrieben werden. Buch 12, Iphigenie, Achill. Buch 13, Aeneas, den wir ja bei Vergil ausgeformt sehen, Skylla. Buch 14, die Weiterfahrt des Aeneas und damit die mythologische Entstehung der Weltherrschaft Roms. Und Buch 15 dann Pythagoras, Äskulap und der Lob des Augustus, mit dem sozusagen dann die Metamorphosen enden. Ein großes, wichtiges Werk, das eben die europäische Literatur entscheidend geprägt hat. Und viele Stücke eben auch bei Shakespeare greifen dann ja auch solche Mythen auf, verändern sie, modernisieren sie. Wichtig ist mir eben das Moment. Wir haben gesagt, der Gestaltwandel ist ein Merkmal polytheistischer Religionen, Religionen, die an Naturgottheiten und Naturkräfte glauben, weil die Natur und der Kosmos in einem ständigen Wandel gesehen wird. Und wir sehen eben hier bei Ovid, wie aus diesem ständigen Prozess, in dem ein ständiger Wandel von einer Erscheinungsform in die andere möglich ist, hier sich feste Identitäten herausbilden, wo es einen einmaligen, ursächlichen, kausalen Wandel gibt, aber dann stehen die Identitäten der Welt fest. Und wenn ich feste Wesensbeschreibungen habe, dann kann ich mit dem Rückgriff auf diese festen Wesensbeschreibungen mit einem wissenschaftlichen Herangehen und Befragen nach diesen Wesenserscheinungen Welt erklären, auch wissenschaftlich erklären. Ich möchte in dem Folgenden einen Mythos vorlesen, und das ist der Mythos von Arachne, einer großen Weberin, die gegen Pallas Athene antritt und in einem Wettstreit und verlieren wird. Und nachdem sie verloren hat, wird sie gnädigerweise in eine Spinne verwandelt, sodass in jeder Spinne wir die Hybris der ursprünglichen Weberin sehen können und sozusagen darauf hingewiesen werden, auf dieses Vergehen dieser einen Weberin. Ich lese es Ihnen vor. Pallas hatte ihr Ohr den Worten der Musen geliehen, ihr Lied, ihren Zorn den Gerechten gelobt. Dann sprach sie zu sich selbst: Loben allein ist zu wenig, gelobt zu werden verlang ich und nicht ungestraft meine Gottheit missachtet zu wissen. Und es wendet ihr Sinn dem Schicksal Arachnes sich zu, von der sie gehört, sie woll ihr nicht weichen im Ruhme der Webkunst. Diese Lüderin war nicht berühmt durch Stand oder Abkunft, sondern allein durch die Kunst. Ihr Vater aus Kolophon, Idinon, tränkt mit dem purpurnen Saft der phokäischen Schnecke die Wolle. Schon gestorben die Mutter, doch war auch sie ihrem Manne gleich aus dem Volke gewesen. Trotzdem hatte jene in Lydiens Städten durch ihr Gewerb einen Namen gewonnen, obgleich sie, stammend aus kleinem Haus, in dem kleinen Hypäpa daheim war. Ihre bewundernswerten Gewürke zu schauen, verließen oft das Rebengelend ihres Tmolos die Nymphen, verließen oft ihre wogende Flut die Nymphen des Flusses Paetolus. Nicht nur die fertigen Stoffe, nein, auch sie werden zu sehen, war ein Vergnügen. Mit solcher Gefälligkeit übt sie ihr Können. Mochte die rohe Wolle zunächst zu Knäueln sie ballen, oder sie schlichten darauf mit den Fingern, entfilzen mit langen,
oft wiederholten Zügen, die wolkengleichenden Flocken, mochte mit leichtem Daumen die glatte Spindel sie drehen, mochte sie wirken in Bund. Du glaubst sie von Pallas belehrt, dies eben verneint sie und spricht, beleidigt mit solch einer Meistrin, messe sie doch sich mit mir, nichts gibt's, was besiegt, ich verweigert. Pallas nimmt die Gestalt eines Altweibs an, an den Schläfen falsches Grau, ihre Glieder gebrechlich gestützt auf den Stecken, dann beginnt sie. Nicht alles, was höheres Alter uns bringt, nicht alles sollten wir fliehen, auch Gutes kommt mit den Jahren. Meinen Rat missachte ihn nicht, unter Sterblichen magst du suchen den Ruhm, die Erste zu sein in der Wolle Bereitung, welche der weiche der Göttin und bitte für das, was du frevelnd gesprochen, flehend um Gnade. Der Bittenden wird sie Gnade gewähren. Böse blickte Arachne sie an. Sie verliert ihren Faden, kaum noch beherrschend die Hand, den Zorn in den Mienen verratend, gibt der verwandelten Pallas mit dieser Rede sie Antwort. Sinnlos kommst du daher, von langem Alter verblödet. Allzu lange gelebt ist arg. Es hör auf dein Schwatzen, wenn du vielleicht einen Schwieger hast, vielleicht eine Tochter. Ich find Rat es genug bei mir selbst. Und dass du nicht glaubst, du hättest mit Mahnen Erfolg, es bleibt meine Meinung die gleiche. Sag, was kommt sie nicht selbst, was meidet hier sie den Wettkampf? Sprach die Göttin, sie kam, ließ schwinden der alten Gestalt und trat als Pallas hervor. Die lydischen Frauen, die Nymphen, ehren die Gottheit. Nur die Jungfrau ließ sich nicht strecken, doch sie ward rot. Eine plötzliche Glut überflog ihr erzürntes Antlitz und schwand dann wieder. So wie die Luft in der Frühe purpurn gewöhnlich sich färbt, sobald Aurora emporsteigt. Weiß jedoch bald darauf erglänzt mit dem Aufgang der Sonne. Doch sie beharrt, nach der Palme des Sieges verblendet, begehrend, stürzt ihrem Schicksal sie zu. Denn die Göttin weigert sich jetzt nicht länger, sie mahnt nicht mehr, verschiebt nicht weiter den Wettkampf. Und schon stehen die zwei an verschiedenen Plätzen vor ihrem Webstuhl, und jede spannt die zierlichen Fäden der Kette. Querholz bindet die Pfosten, es teilt die Kette ein Rohrschaft, mitten hindurch wird der Einschlag gelenkt durch das spitzige Schiffchen. Finger wickeln ihn ab, und sobald er geführt durch die Kette, drückt der Kamm ihn fest mit den eingeschnittenen Zähnen. Beide bewegen ihn eil, das Gewand unterm Busen gegürtet, flink die geübten Arme, im Eifer der Mühe vergessend. Da wird Purpur verwebt, der in tyrischem Kessel getränkt ward, zartere Schattungen auch, voneinander nur wenig verschieden, so wie in mächtiger Wölbung der Bogen die Weite des Himmels färbt, wenn der Regen die Strahlen der scheinenden Sonne gebrochen. Während tausend Farben in ihm verschieden erglänzen, lässt sich vom spähenden Auge nicht fassen der Übergang selbst. So gleich ist, was sich berührt, und doch das Entfernte verschieden. Da wird unter die Fäden gewirkt auch schmiegsames Gold und eingewoben dem Stoff die Geschichte aus alten Zeiten. Pallas webt in Farben den Hügel des Mars bei des Kekrops Burg und den alten Streit, wer den Namen gebe dem Land. Da thronen die himmlischen Zwölf in erhabener Würde auf hohen Sitzen, inmitten Jupiter selbst. Einen jeden bezeichnet deutlich sein Antlitz. Jupiter zeigt sein königlich Aussehen. Da lässt sie stehen den Gott der See und lässt mit den langen Dreizack ihn stoßen in rauen Fels und entspringen des Felsens Wunde den Quell, das Pfand, um welches die Stadt er beansprucht. Sich aber gibt sie den Schild und gibt sich die schneidende Lanze, gibt ihrem Haupte den Helm, die Brust verteidigt die Ägis, webt
wie die Erde vom Stoß ihrer Lanze getroffen, des Ölbaums schimmernden Spross mit den Früchten hervortreibt, und wie die Götter staunen, und sie beendet ihr Bild mit der Göttin des Sieges. Doch dass an Beispielen sie ihres Ruhmes Neiderin, welcher Lohn ihr zu hoffen stehe für solch wahnwitziges Wagnis, fügt in den endenden Vieren noch vier Wettkämpfe in klaren treffenden Farben sie bei in deutlichen kleinen Gestalten. Hämus und Rhodopen zeigt die Thraker die erste der Ecken, kalte Gebirge sie nun, doch vorher sterbliche Leiber, sie, die sich einstens die Namen der obersten Götter gegeben. Aber die zweite der Ecken, sie zeigt der pygmäischen Mutter klägliches Schicksal. Saturnia hieß die im Wettkampf besiegte Kranich werden und Krieg ihrem eigenen Volke erklären. Auch Antigonen webt sie, die einst den Streit mit des großen Jupiter Gattin gewagt. Der gab die Königin Juno drauf eines Vogels Gestalt. Nicht Ilion konnte ihr helfen, Vater Laomedon nicht. Sie musste in weißem Gefieder Beifall spenden, sich selbst mit klapperndem Schnabel als Störchen. Ziniras zeigt den Verwaisten die Ecke, die einzig noch übrig. Diesen sieht man, gestreckt auf den Stein, die Stufen des Tempels, einst seiner Töchter Glieder umarmen und Tränen vergießen. Rings umzieht sie zuletzt den Rand mit des schimmernden Ölbaums Zweigen und endet so ihr Werk mit dem eigenen Baume. Lydiens Tochter wirkt dagegen die von des Stieres Trugbild getäuschte Europa. Du glaubtest wirklich den Stier und wirklich das Meer. Man sah sie selbst zum verlassenen Land zurücksehen, den Freundinnen rufen, des gegen sie springenden kühlen Wassers Berührung scheuen und ängstlich die Sohlen zurückziehen. Auch Asterien ließ sie vom ringenden Adler gefasst sein, dann auch unter den Schwingen des Schwanes Leda sich lagern. Jupitern fügte sie bei, wie mit zwiefacher Frucht er des Nykteus herrliche Tochter erfüllt, in Gestalt eines Saturn sich hehlen, wie er Amphitryon war, als er dich, Alkmene, gewann, wie golden er Danaen trug, als Feuer, Äginen als Hirte, Mnemonen, aber die Tochter der Deo als schilderne Schlange. Dich auch zeigt sie, Neptun, der Aeolus Tochter zulieb, zum grimmigen Stiere geworden. Du schaffst, als Enipeus erscheinend, auch dem Aloeus die Söhne. Theophanen täuscht du als wieder. Sie, die mildeste Mutter der Früchte im goldenen Haar, empfing dich als Hengst. Dich empfing als Vogel des fliegenden Rosses, schlangenhaarige Mutter, empfing als Delfin die Melanto. Und ihr eigen Gesicht gab jeder Gestalt sie und jedem Orte. Da ist im Bilde eines Bauern Phöbus und wie er bald eines Habichts Gefieder und bald das Fell eines Löwens trug und als Hirte mit Isse, der Tochter des Makareus, spielte. Bacchus, wie er zur Traube geworden, Erigonen täuschte und Saturn, wie als Hengst er des Chiron Zwiegestalt zeugte. Blumen mit Efeugerank umwoben nahmen den letzten Raum des Gewebes ein, von schmalem Saume umrandet. Dieses Werk, es konnt es nicht Pallas, es konnt es der Neid nicht tadeln. Darob ergrimmte die blonde, gewaltige Machtmaid und sie zerriss das bunte Geweb, die Schanden des Himmels. Wie in der Hand das Schiffchen vom Holz des Kythorus sie hielt, so stach sie dreimal und viermal mit ihm in die Stirne Arachnens. Und die Unselge ertrug's nicht. Sie schlang sich die Schnur um die tapfere Kehle. Die Hängende stützte Minerva von Mitleid erfasst und sprach, so lebe du zwar, doch hänge, du Schlechte, und dass du sicher der Zukunft nicht seist, soll derselben Strafe Gesetz nachgelten deinem Geschlecht bis hin zu den spätesten Enkeln. Sprengte im Gehen darauf über jene des Hekate Krautes Saft, und sobald sie benetzt von dem Gifte, dem Schrecklichen,
schwanden hin, ihre Haare sogleich, mit ihnen Nase und Ohren, winzig wird ihr das Haupt, am ganzen Leib ist sie klein, und schmächtige Finger hängen statt Schenkeln ihr dünn an den Seiten. Alles Übrige nimmt sich der Leib, doch sendet aus dem sie Fäden noch jetzt und übt als Spinne die frühere Webkunst.